Rainer, das Qualifier ist zu Ende. Es steht ein Quotenplatz für die Damen. Gib kurz einen Einblick. So erwartet oder enttäuscht oder zufrieden? Zufrieden natürlich gar nicht und enttäuscht, ja, weil wir hatten schon, ich sag mal, mit 3 Quotenplätzen gerechnet, die wir holen wollten. Und das lag auch im Bereich des Leistungsvermögens bei den Damen. Das ging sehr erfreulich los mit dem Sieg von der Sabrina Hering. Dann war klar, in einigen Disziplinen, das haben wir schon im Vorlauf gesehen, wird es ganz schwer. Und da waren auch in der Vergangenheit natürlich die Platzierungen nicht so, dass wir, ich sag mal, da mit einer großen Erwartung rangegangen sind. Aber die Chance, die war durchaus gegeben. Die Sabine hat auch zum Schluss nochmal einen Punkt gesetzt, aber mit den Quotenplatzregelungen hat es uns leider da nur einen Quotenplatz beschert. Und natürlich die Enttäuschung für alle, dass wir jetzt praktisch als doch eigentlich über Jahre starke C2-Nation jetzt zur Olympia ohne C2 fahren müssen.